Ja. Du wolltest zwei Handschuhe, aber ich hatte extra gekauft, selber Handschuhe. Und dann wollte ich das zweite Paar weg tun, und es mir nicht gelungen. Möchtest du die anziehen? Die sind ja zu groß für mich, aber das macht nichts. Du kannst auch hier mit. Heute gibt es keinen Tag, heute wird untergelegt. Und da drinnen ist ein Zettel, habe ich auch. Schau. Das ist die Gebrauchsanleitung. Für die Handschuhe, oder? Ja. Ja. Trollsicher. Trollsicher? Sicher? Sicher. Wo sind Trolle? Was sind Trolle? Ja, und was ist ein Troll? Ich muss ehrlich sagen, ich habe versucht herauszufinden, was Trolle sind. Mhm. Die Geister scheiden sich. Ein Troll trägt keine Handschuhe. Ein Troll trägt nicht einmal Schuhe. Ein Troll verschwindet einfach, ohne Worte. Ein Troll trägt keine Schuhe. Genau. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich festgestellt. Hm? Beim Wellenstudium. Die skandinavische Mythologie kennt eine Menge Trolle. Das Wort Troll, selbst das ist nicht klar, wo das herkommt. Troll. Wo kommt es her? Weiß man nicht. Man weiß nicht. Es gibt Ideen, wo es herkommt. Ja. Vom mittelhochdeutschen Trollland oder Trolla, sehr altes Wort, aus der Fischerei. Trolla. Aus der Fischerei. Die Schiffe aus der Trolla. So wie die Trawler, die Netze nachschleppen und die so gemächlich durchs Wasser ziehen. Die Trolla. Daraus lässt sich schließen, laut Skandinavisten, Trolle sind gemächlich. Was, Entschuldigung? Trolle seien gemächlich. Ich höre schlecht. Trolle sind gemächlich. Sind gemächlich. Die geht ungefähr so. Die sind natürlich sehr groß. Groß. So. 2 Meter, 2,50 Meter. Ich glaube, das ist nur so. Und das ganz, ganz, ganz kleine. Gibt's auch. So wie der Tomte Tomato, so kleine. Die sind klein. Du hast schon 2,50 Meter. 2,50 Meter? Bis ganz klein. Offensichtlich gibt es da sehr viele verschiedene Trolle. Die einzelnen Arten sind noch nicht wissenschaftlich erfasst. Jedenfalls, wenn es vom Wort Troller oder Trollern kommt, von diesem ganz gemächlichen Schlurfen oder Schlendern oder sich so treiben lassen, würde ich eher denken, sie sind groß. In Schweden leben die Trolle im Wald. Meistens. Zwischen den Föhren, hinter den großen Granitfelsen stecken vielleicht manchmal den Trollzieh bei einem Schere ins Wasser. Ich glaube, sie sind eher Wasserscheu. Waschen ist, glaube ich, nicht so gut. Waschen. Waschen, glaube ich, ist nicht so das Trolls liebste Beschäftigung. Man kann sich eher so
männlich behaart vorstellen. So, die Frisur so, so wie diese kleine Trolle aus den 60er Jahren nochmal, die haben so eine Frisur gehabt, so flammenartige Frisur. Die waren allerdings so klein. Und sonst nackt. Und bei den Trollen, die sind nirgends nackt. Und sie sind ein bisschen so busig. Oder Tuttelbären oder Tuttel-Trolle, würde ich sagen. Und das muss man sich dann so vorstellen, also die sind so behaart und Baguetten oder was sie sonst so mitschleppen, wenn sie sich da so durch die Gegend bewegen und die gehen halt dann so. Alles geht mit. Und trotzdem können diese Trolle sich quasi unsichtbar machen. Weil sie werden nicht gesehen. Sie werden nicht gesehen. Die Menschen wissen, sie sind da. Wie ich aus erster Hand erfahren habe, soll man in bestimmten Gegenden auch keine Steine aufheben. Ja. Weil man damit die Trolle nervt. Die denken, diese Steine, das ist ihr Kind. Also, wir wissen nicht. Wir haben sie nicht gesehen. Darum kann man sie aus Augenschein ja nicht beschreiben. Alles aus zweiter, dritter, vierter Hand. Wer den kennt, der den kennt, der angeblich den Großvater hat, der ihn angeblich. Oder, noch schlimmer, in eine prekäre Situation geriet, weil er dem Troll vielleicht irgendwie auf die Nerven gegangen ist, ihm etwas weggenommen hat oder sonst irgendwas. Was passiert, wenn man einen Troll nervt? Wenn man einen Troll ärgert? Wenn man einen Troll ärgert, was passiert? Das kommt drauf an. Richtig. Das kommt drauf an. Das kommt ganz drauf an. Das kommt ganz drauf an, welchen Troll. Ist der Troll und in welcher Jahreszeit? Mhm. Wo überhaupt und womit? Es kommt auch auf das Geschlecht der ärgernden Person. Weil Trolle durchwegs Kindern, Frauen und fluiden Personen gegenüber ein bisschen nachsichtiger sind. Was sie nicht so mögen, sind so richtige Männer. Das mögen die Trolle nicht so. Insbesondere wenn ihnen die dann was wegnehmen. Man weiß nicht, warum das so ist. Das hat vielleicht mit der Geschichte der Trolle zu tun. Vielleicht haben sie mal Erfahrungen gemacht. Also dramatische Erfahrungen vielleicht. Welchen alten Schweden oder so. Alles Mögliche verliert sich in der Geschichte der Runen und wir wissen, Runen ist etwas, was relativ schnell wieder vergeht. Also gibt es nicht viel. Auch in der Äther finden wir nichts. Wir wissen über die Asen Bescheid, wir wissen über diverse Geschlechter, von den Göttern bis zu den Menschen, aber über die Trolle, das ist wie Tabula Rasa. Was macht es? Dazu lässt sich sagen, will das anhand von einer kolportierten Geschichte, will ich das jetzt anhand von einer kolportierten Geschichte, will ich das jetzt kurz umreißen. Die Trolle fangen sich also zum Werkeln an, was sie sich ärgern. Das ist möglich, ja. Also es ist, ich glaube, so wie sie ausschauen, sind sie sehr motorisch, aber verlangsamt. Nicht so wie der Wolfgang, der doch relativ flott so hin und her geht, seine Sachen macht, sehr fokussiert ist. Irgendein Troll hat mir meine Schrauben durcheinander gebracht. Ja, auch das, dieses Durcheinanderbringen, ist was, was man den Trollen gerne zuschreibt. In Japan wird das irgendwelchen... Oder meine Nüsse. Aber das sind die da, oder? Ja. Nüsse. Es gibt verschiedene Nüsse, aber die Trolle sich da auskennen mit den Nüssen. Ich glaube, die Trolle essen alle Nüsse. Das ist eine Stecknuss. Die sind zu klein, glaube ich. Bits.
Trollwitz. Entschuldigung, so, jetzt habe ich den Faden verloren, das macht nichts, weil auch das ist was zum Beispiel Trolle gerne tun, sie verwirren gerne. Ah ja. Darum werden ja auch die im Internet ihr Unwesen in so Chatgruppen, die sich herumtreibenden Menschen, die so gerne ein bisschen Unfrieden stiften oder so ein bisschen querschießen, und die werden ja auch als Trolle bezeichnet. Weil die sich halt da ihre Netze auswerfen und da dann ein bisschen so durcheinander hineinbringen in geordnete Diskurse. Warum sagt man da immer? In geordnete digitale Verhältnisse. Man soll Trolle nicht füttern? Man soll Trolle nicht füttern, nicht? Sagt man. Weil man soll prinzipiell Trolle, man soll gar keine Wesen füttern, von denen man nicht weiß, was sie eigentlich essen. Ja, eben. Wenn man natürlich so eine Nüsse an einen Troll verfüttert, wer weiß, was passiert. Hat er dann zu viel Vitamin B, Vitamin D, was auch immer, was weiß ich, was dann daraus entsteht. Aber ja. Die Trolle im Internet soll man nicht füttern, weil dann werden sie halt nur lästiger. Dann werden sie noch lästiger. Dann hören sie nicht mehr auf, jetzt ist so hören sie nicht mehr auf. Mit anderen. Also, ja, mit anderen Leuten. Mit anderen Leuten. Wenn man sich füttert, dann gehen sie überhaupt nicht mehr weg. Insofern sind ja Trolle, haben wir schon, aber stark anthropomorph. Das weißt, genau, das, ja. Also, die Trolle sind da gibt es ein Buch von der Selma Lagerlöf. Mhm. Kennst du das? Ja, Trolle und Menschen, oder ist das? Genau. Mhm. Und da ist es immer so, dass die Trolle werden eigentlich gar nicht genannt, aber irgendwer hat ein Erlebnis mit irgendwelchen komischen Wesen und er weiß es aber nicht genau, ob es stimmt. Aber in seiner Vorstellung, kaum ist es in seiner Vorstellung, geht es seinen eigenen Weg. Und dort sind sie da. Mhm. Ja, also ich denke schon, dass das wie bei vielen von diesen Figuren, die so was leicht Dämonisches haben, aber so zwischen Natur und Kultur oszillieren und so mit diesen Zaun zwischen Wildnis und Kultur springen können und dort herum sitzen und schauen, ob sie irgendwo ein bisschen Frieden stiften können. Trollisch! Man soll manche Trolle nicht füttern, geben es Geräusche von sich. Ja! Oder so. Manche singen in fremden Sprachen. Kein Schwede versteht, wenn ein Troll singt. Also am ehesten merkt man vielleicht die Anwesenheit oder die Nähe von Trollen. Aber du stehst jetzt genau in der Kamera. Man sieht mich nicht. Das ist auch was Trollisches. Also, ja. Man sieht dann irgendwie so ein bisschen ins Bütschel. Ja, das ist. Ja, also stell dir vor, du sammelst Äpfel, du lässt den Kübel mit den Äpfeln vor der Haustür stehen, es ist so ein verlungen rotes Haus, irgendwo einen schönen See, dahinter ein schöner Wald. In der Werkstatt werden wichtige Reparaturen vollbracht, der Kübel mit den Äpfeln steht da. Gehst hinein, bereitest den Teig vor, gehst in die Werkstatt, fragst, magst du Rosinen oder nicht auf den Kuchen? Die Person in der Werkstatt redet oder redet nicht. Sie sind Schweden mit Blut, also nicht redet miteinander. Und du gehst zurück, die Äpfel sind weg. Und dann passiert was Interessantes. Die Person, die Äpfel dort vor die Haustür gestellt hat, ist sie 100%ig sicher. Kann man mit rechten Dingen zugegangen, das muss ein Troll gewesen sein. Daraus schließt sich, dass Trolle nicht nur alle Arten von Nüssen essen. Echt jetzt? Das mit den Nüssen ist gar schlecht.
Vielleicht auch Moncherie oder was, was man halt sonst irgendwo stehen lassen kann. Chips. Chips, Liptauer und die berühmten Liptauer-Trolle. Und angeblich, das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil man das alles so natürlich ist, wie das halt irgendwie so in der weiten Schwedens ist. Angeblich haben Trolle sehr viel über für so glänzende, bisschen ausgefallene Farben, glänzende Dinge, so wie die Elster. Wie die Elster, wollte ich gerade sagen. Wie die Elster. Aber sie können nicht fliegen. Können sie fliegen? Ob die Trolle fliegen können, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ich denke, sie sind zu schwer. Falsch. Ich denke, sie sind zu schwer zu fliegen. Das ist aber irgendwie so erdig, oder? Sind sie, oftmals werden sie dargestellt so als, es gibt auch, einen Film gibt es auch, also werden sie dargestellt als so Wesen, die aus der Erde kommen und die sowas, so wie der, wie heißt denn der von Momo, ne? Oder irgendwo, so ein Steinfresser, Steinbeißer. Das ist doch auch ein Troll, oder ist das nicht? Ich denke schon, dass das auch Trolle sein können. Ich glaube, dass die Trolle jetzt sehr vielfältig sind in ihren Erscheinungsformen. Ja, weil. Divers. Also Trolle sind sicher divers. Was sind sie? Divers. Also divers. Invers vielleicht auch divers. Divers. Divers und invers. Also LGBTQ. Plus. 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 AI. Vielleicht. Man, das ärgert ja die Wissenschaft. Zum Beispiel das Fortpflanzungsverhalten der Trolle überhaupt nichts. Da weiß man nichts. Da weiß man nichts. Trotz Kamerafallen ist da noch nie irgendwas beobachtet worden. Meine persönliche Theorie dazu ist, entweder Jungfern zeugen. Ja. Wobei die Trolle meistens männlich sind, das wird vielleicht ganz schwierig. Oder Jungfernzeugung, das ist so wie die Jungfrau Maria. Genau, und mehr vermehren man sich. Weiß so nicht. Ja. Man weiß es nicht. Genau, man weiß es nicht. Das wird dann einfach nachgezogen. Gute Ausrede. Und oder, wie heißt das auch? Durch Zellteilung. Ja, oder Kindelbildung. Also wie bei den Pflanzen, so Kindelbildung. Kindel? Ja, bei den Pflanzen gibt es ja das. Auf einem der Blätter oder der Stiele entsteht auch ganz kleine Pflanzen. Die irgendwann fallen die ab und haben so kleine Wurzeln und dann wurzeln sie die ab. Ah, ein Myzel? Ja, sowas ähnliches. So wie die Schwammerl. Bei den Erdtrollen ist das durchaus vorstellbar, bei den Steintrollen was. Man kann diese Steintrolle fortpflanzen. Ich glaube, die finden einfach einen Stein und dann wird das getroffen. Darum soll man ihnen ja die Steine nicht wegnehmen. Glaubst du, steht das? Jetzt? Yeah! Okay. Das ist. Aber eigenartigerweise. Ja, noch 10. So was zum Beispiel. Das ist ideal für die Trolle, um sie anzulocken. Das macht ein Geräusch. Man kann es öffnen. Trolle sind ja von Blut neugierig. Die haben ja so große Nasen. So wie so ein weicher Schuhlöffel. So. Große Nasen. Buschige Augenbrauen, dunkle Augen. Das sind Schweden ganz unüblich, aber bei den Trollen nicht. Mit dieser Nase schnuppern sie halt so, können das wahnsinnig weit riechen, also so ein Kuchen. Sie können weit riechen, wie ja, wie Hunde, die riechen urweit. Sehr weit, also Kilometer. Wenn du zum Beispiel Holz sägst, ich glaube, das würde sofort riechen.
Sie hört aber, hört nicht. Hören tut es auch, aber die Ohren sind ein bisschen so wie so, so Händchen. So große. Mhm, so große, so. Wie soll man das sagen? Das schaut ziemlich aus, also ziemlich genaue also Vorstellung von einem Troll. Ja, das ist ein bisschen überliefert. Nachdem ja niemand einen Troll noch gesehen hat, weiß man ja nicht, ob das stimmt. Man kann es ja nicht verifizieren. Aber das ist die, so die Überlieferung sagt so. Ja? Also ich muss mir vorstellen, die Nase. Da so, die Haltung, viele Haare. Viele Haare? Viele Haare, vor allem die Steintrolle auch. Die Steintrolle hat vielleicht mehr Moos. Ah ja. Die gehen ja dann wahrscheinlich nicht zum Hairdresser, sondern zum Gärtner. Also das, wenn sie das ein bisschen zur aufbetten zur lassen. Gartenschere. Ja, also wenn der Gartenschere fehlt, dann was Gutes suchen kannst. Dann gibt es Steintrolle. Ah ja. Die gehen dann zum Presslufthammer und lassen sich trimmen. Ja, das findet die an sich ja keine schlechte Idee, weil man ist ein Troll zum Beispiel, man weiß jetzt nicht, was das Schönheitsideal genau bei einem Troll ist, aber wenn der jetzt das Gefühl hat, das ist zu viel Troll. Ja, dann kann man spalten. Kann sich der irgendwie entweder spalten, dann könnte man halt mal zwei Trolle da eine Möglichkeit davor pflanzen. Oder. Genau, vielleicht, ja. Oder statt Fettabfall gibt es halt dann so. Holztrolle. Holztrolle? Also ich glaube, Holztrolle gibt es nur im Baum. Im Zusammenhang mit Bäumen. Aber so. Ein Baumtroll? Ja, bearbeitetes Holz glaube ich nicht. Nee, ja. So industrielles Holz. Industrielle Holztrolle. Ein Obi-Troll. Wie ist es? Zgons? Nein, das glaube ich nicht. Das gibt es nicht. Das glaube ich nicht. Also, das ist ganz schwierig. Das, also, das könnte in der Troll-Evolution vielleicht noch passieren, aber das glaube ich nicht. Das ist jetzt ganz schwierig. Ja, aha. Kein Obi-Troll, aber Waldtroll. Waldtrolle? Tiefgaragentrolle vielleicht. Also ich denke schon, dass in der Stadt inzwischen auch. Tiefgaragentrolle? Ich denke, in der Stadt gibt es inzwischen auch genug Trolle. Weil so wie Füchse in der Stadt. Wenn ich da Straßenbahn in der U-Bahn fahre, nur. Nur Trolle? Nur Trolle. Die sind, glaube ich, alle nasenoperiert. Also die haben das irgendwie begradigt oder schöner gemacht. Die Ohren angelegt, also mehr so. Ach so, ja, die haben. Die haben sich da schon. Plastische Operationen hinter sich. Ja, beim Kurz sieht man es noch. Der Kurz, bei dem merkt man es noch, ja. Der hat da nicht sehr viel Ehrgeiz in. Ja, das ist nicht der gut. Hat nicht sehr viel Ehrgeiz hineingelegt in die Verschleierung seiner Trolligkeit. Ja. Ja, wobei ich nicht weiß, dass man mit den Trollen fast ein bisschen Unrecht tut, wenn man den Kurz mit ihnen in einen Topf wirft. Weil. Trolle können unangenehm sein, wirklich unangenehm. Sie können boshaft sein, glaube ich, sie können trollisch, sarkastisch sein, vielleicht sogar aggressiv, aber ich glaube, zu berechnen sind sie nicht. Berechnen sind sie nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Trolle sind nicht. Außer sie sind da bestimmte Schulen gegangen. Aber der hat sich ja verrechnet. Ja, das, dass er nicht rechnen kann, das verbindet ihn vielleicht mit dem Troll. Ja, gut. Ja, inzwischen gibt es ja ein Trollförderprogramm.
Räume der Trolle gehen ja immer weiter zu. Welche Klimaerwärmung? Naja, alles, was der alles wird verbaut. Und da entstehen versiegelte Flächen. Und selbst so ein Erdtroll, wie soll der das alles zu betonieren und dann bauen? Wenn es nicht, dann müssen wir so, so das Roll rauskommen. Das ja, Betontroll muss. Also Kunststeintroll sozusagen. Achso, so meinst du das? Kunststeintroll. Glaubst du, dass die irgendwie nicht auf Trolle zweiter Klasse geht? Wo kommen die überhaupt her, die Trolle? Ich glaube von da. Von da? Hm? Da? Bei dir? Bei mir? Bei mir auch? Nehmen wir an. Also aus das der. Das sind so Hirngeburten von Menschen. Hirngeburten? Ja, ja, aha. Ja, ja, aha. Blöd wird es, wenn man drauf kommt, dass die Trolle vor uns schon da war, dann ist es schwierig, weil. Ja, eben. Wie soll das dann gehen? Wie soll das gehen, wenn die Trolle schon da? Wieso habe ich das jetzt? Wie bin ich überhaupt jetzt auf diese Frage gekommen, wo die her sind? Ich weiß nicht, welcher Troll hier das. Hat sich irgendein Troll da. Eingeimpft hat. Das hast du wahrscheinlich aus dem Internet. Nein. Diese Frage? Die hat sicher irgendein Im Internet gibt es keine Frage, im Internet gibt es immer nur Antworten. Na, was ist die Antwort im Internet auf deine Frage? Ich habe sie ja dir gestellt. Ich habe ja, die ich Frage bin ja nicht aus dem Internet. Aber gut, ich kann es versuchen. Ach so, soll ich dir keine Fragen stellen? Na, ich will mir Fragen. Das ist, ich kann nur nicht alle beantworten. Ja, ja, okay. Also. Ich bin einfach so gut in Wikipedia, aber ganz so gut nicht, weil diese Schwarmintelligenz habe ich ja nicht. Die hast du nicht. Nein, die habe ich nicht. Die Trolle auch nicht, weil die Trolle sind Einzelgänger. Die Trolle sind absolute Einzelgänger. Es gibt keine Rudeltrolle oder Schwarmtrolle. Die Trolle treten immer nur alleine auf. Immer. Ausnahmslos. Immer nur alleine? Immer alleine. Immer alleine. Sie sprechen relativ undeutlich. Also sie kommunizieren schon, aber sie sprechen nicht. Dadurch, dass sie diese Nasen haben, wird da vieles wieder eingeatmet von dem, was sie sagen. Also wenn jetzt ein Troll sagt, ja, ich bin ein Troll, und dann klingt das eben, das versteht man nicht. Das ist irgendwie schwierig. Insofern wäre es gut, wir hätten mit der künstlichen Intelligenz eine Möglichkeit, das für uns besser verständlich zu machen, weil dann könnten wir die Trolle besser schützen. Wenn wir sie besser verstehen. Wenn wir sie besser verstehen, dann könnten wir sie besser schützen, könnten wir Trollreservate machen. Das ist aber nicht eine gute Idee, ein Reservat. Naja, aber was wüsste man, die sind sehr anarchisch, sehr lästig, wollen nichts arbeiten, stehlen, nehmen das Eigentum anderer Menschen, anderer Lebewesen nicht ernst, also die nehmen ja was glauben, was ihnen passt. Das ist Unrecht. Na, in Trollisch nicht, aber man, die Menschen wollen das nicht. Wollen das ja oft nicht. Verstehen Sie das? Was ich schon mal heute gesagt habe, also die meisten Menschen tun ja das ganze Leben etwas, was sie nicht tun wollen, nämlich arbeiten. Für Geld. Und da wäre doch so eine Haltung, wie die Trolle haben, gar nicht so schlecht. Ja, ich immer einfach, weil es gibt eh Studienplatz, oder? Oder? Ja, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum die Trolle daherkommen, weil die ja Dinge erfüllen, die die Menschen sich selber sonst nichts zu tun trauen oder zugestehen. Also Trolle können Dinge tun, die also dürfen, Menschen dürfen Dinge tun, naja, man kann sich nicht daran hindern. Man kann es nicht hindern, weil man es nicht sieht. Gibt's auch, nicht. Gibt es keine Trollpolizei und keine
Ich meine, es gibt so zu Prepper. Keine Einwanderungsbestimmungen für Trolle. Keine Ausweise. Keine Aus, keine Abschiebungen. Würde man es ihrer bemächtigen können, würde man es vielleicht abschieben, das weiß ich nicht. Aber sie sind ja. Können Trolle ertrinken? Ja, ich glaube schon. Steintrolle auf jeden Fall. Die ist, weil so schwer sind, die gingen. Erztrolle weiß ich nicht, aber Steintrolle würde schon so gut. Liegen dann irgendwo am Grund. Ja. Allerdings weiß ich ja nicht, ob die dann dort weiterleben. Im Grund, die könnten ja dort weiterleben, weil am Grund des Meeres gibt es ja genug, also ist ja eh nur Stein. Ne? Ja, so Schlamm und Stein, glaube ich. Ne? Nur unterm Schlamm ist auf unterm jeden Schlamm Fall. Stein, ja. Oder blüht es dort. Nur dieses Irre, wo diese schwarzen Raucher sind dort schon vielleicht. Die Raucher? Ja, weißt du, diese schwarzen Raucher, wo eigentlich nichts außer ein paar so. Rauchenkrolle oder was? Die Ofen zum Trollofen. Ah, das ist dort. Ja, ein Ofen. Allerdings, auf wessen Kosten? Das sind auf Kosten der Menschen, weil wer baut denn das ganze Cannabis an? Die Trolle nicht. Haben die nicht vor dich, war die so wenig Eigenständigkeit? Nein, ich habe die nicht. Die ziehen sie nicht irgendwie als eine, was gehört? Ja, schon, aber sie müssen irgendwo. Achso, du meinst, sind sie. Das gibt ja also, wilde Sachen. Aber wildes Cannabis? Cannabis gibt es nicht. Also die Menschen bauen es an, aber eigentlich müssen sie es ja so uns da geben, oder? So, in der Natur. Also ich bin oder ist es eine Züchtung? Eine Kulturpflanze. Ja, das ist eine Kulturpflanze, so wie der Tabak. So. Das ist jetzt schon ein Troll, der die Hände hochhält. Ja. Oder auch immer wir sehen. Ja, das ist. Man wird sehen. Das ist schon drin. Was Trolliges. Was Trolliges. Was Trolliges. Ja, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Du trollst mich da immer in so. Wenn ich nicht wüsste, dass Menschen und Trolle nicht miteinander irgendwie Verbindungen eingehen, dann würde ich sagen, du hast irgendwelche Trollgene in dir. Trollgene? Mhm. Weil die bringst du immer aus dem Konzept. Weil ich die immer verwirre. Mhm. Aber wenn es von da kommt, ja, dann kannst du nicht mir die Schuld geben. Gut. Schaut was, gell? Das haben wir. Also kann ich jetzt. Das ist schon so ein Trollargument. Ne? Ja, ja, das ist ein Trollargument, aber das ist ja wirklich eines der gemeinsten Trollargumente. Insofern glaube ich, dass die Trolle inzwischen gemeiner geworden sind als vorher und auch effektiver. Effektiver und klüger. Ah ja. Also ich glaube, dass die Intelligenz der Trolle. Aber was hältst du jetzt ganz einfach von Trollen? Also sind die. Die moralischen Sinn gut oder nicht? Oder sonst irgendwie gut? Ich glaub, oder? Nein, ich glaube, dass dadurch das Trolle selber amoralisch sein, glaube ich, kannst du es damit nicht messen. Aha. Also ich würde sagen, ganz basic, es ist eine Lebensform. So wie ein Regenwurm. Ein Regenwurm oder wie Kuh. Eine Kuh. Wir oder ein Baum. Ja. Ich bin mir sicher, dass es ein fühlendes Wesen ist, ein Troller, wenn irgendwas gespürt, spürt es schon, dass es uns ja nicht so gern uns nerven oder ärgern. Also, ich glaube schon, dass sie zu Gefühlen fähig sind. Glaubst du das? Schmerzen erleidet so offensichtlich nicht. Sonst hätte es schon gern gehabt. Sonst hätten sie jetzt schon gejammert. Sonst hätte dieser Troll, der da immer entsteht, ist ja schon gejammert. Ja, der entsteht da. Der, okay. Kann, der kann nicht. Ja, das kann auch nicht tun, was der? Ja, bei mir, den Troll. Das stimmt. Du musst ja leider schon wieder richtig, dass der Mensch verliert. Was? Don't feed the troll, kann ich jetzt sagen.
Das heißt, da müssen wir jetzt keine Antwort mehr geben. Ich befürchte, du sprengst meine Gruppe. Gruppe. Sind wir, wo ist der Rest der Gruppe? Gruppe gibt es erst noch drei, oder? Wolfgang. Ein Tag. Genau, ein Tag. Also, ich werde jetzt einmal versuchen, so einen Troll. Da muss ich mich jetzt ein bisschen von dir da distanzieren. Sehr interessant. Hört man mich noch? Ja, wenn du sprichst. Versteht man mich noch? Wenn du sprichst. Nur wenn du sprichst. Wenn ich spreche, hört man mich noch. Ja. Okay. Also. Willst du was sagen? Ich will jetzt etwas sagen. Gut. Ich möchte aber nicht unterbrochen werden. Du willst nicht unterbrochen werden. Ich möchte bei keinen Fall unterbrochen werden. Na gut. Jetzt habe ich mir eh schon was aufgesetzt, damit ich nicht so gut höre. So. Ich erzähle euch jetzt eine kurze Geschichte von einem Troll namens Theobald. Wie heißt er? Theobald. Theobald. Achso, ich darf nicht unterbrechen. Das ist ein ungewöhnlicher Name für einen Troll, weil Trolle normalerweise gar keinen Namen haben. Kommt doch herüber, bitte. Trolle. Trolle haben keinen Namen normalerweise. Genau. Aber dieser Troll ist unter Menschen aufgewachsen. Das ist nämlich einer von diesen Trollen, über die viel zu wenig berichtet wird, die von Menschen entführt werden. Es gibt da so Touristengruppen, die laufen da irgendwo in der Sandbank herum, heben alles auf, was nicht niedlich angekündigt ist. Zum Beispiel kleine schöne Steine, die so handlich sind, oder irgendein schönes Stück Holz oder sonst was. Da kann schon mal ein Troll dabei sein. Und ein deutscher Traktor namens Herr Schlemm. Wie heißt der? Herr Schlemm. Ein Traktor? Ein Pastor. Ein deutscher Pastor. Okay. Namens Herr Schlemm. Ja. Uwe Schlemm. Und seine Frau Annette Schlemm. Annette Schlemm und Uwe Schlemm. Kinderlos. Deswegen sehr oft auf Gruppenreisen haben, sie sagen unabsichtlich, aber sie haben, obwohl ihnen der Reiseleiter dringend abgeraten hat, davon irgendetwas von einer Erika erwachsenen Heide mitzunehmen, einen Stein entführt. Und dieser Stein, scheinbare Stein, was macht er? Ist unser Theobald. Ah. Dieser Stein. Dieser ganz kleine Liebe drin. Wie er gemerkt hat, dass die Schlimms kommen, hat er sich erschrocken so. Wie man das halt macht, wenn man sich erschrocken hat. Hat er so ganz klein gemacht. Und die Frau Schlemm hat gesagt: Guck mal, den Stein, den können wir mitnehmen. Ihr Mann, ein Pastor. Zuerst ein Verbot gehört, dass man keine Steine mitnimmt, sondern nee, du, den lassen wir da, den lassen wir da. Laufen wir lieber da hoch und dann lang und finden wir vielleicht mal was anderes. Die Frau Schlemm hat so dem eingestellt. Dass der immer so die macht, was sie will. Die macht, was sie will, ja. Also sie will immer. Kaum schaut der Mann in eine andere Richtung, die Steine eingestellt. Nächste Woche verging, sie hat den Stein vergessen in ihrer Jacke. Multifunktionsjacke. Zu Hause wieder angekommen nach der Gruppenreise. Frau Schlemm packt alles aus und findet den Stein. Der Stein. Der Mann hat es nicht mehr. Sie legt sich den Stein ganz genau an. Und dann sagt er, befummeln und halten sie in der Hand und
ist sehr glücklich mit dem Stein, weil der erinnert sich an die Reise und an diese schöne Heide und dieses Duften von dieser Heide und wo das alles von den Wolken drüber gezogen sind und der Mann schon weit davor und sie auf Suchen Steine zu widmen, legt sich den Stein in die Nachtkastlade ihrer Seite. Blau? Ja, das ist ein bisschen aus der Art geschlagen. Wenn er nicht das Stein wie den Stein wirkt, oder so eine blaue Frisur. Die war so noch ein bisschen wie eine Flamme. Und noch nackt. Nackt. Woran erkennt man das? Der hat außerdem keine Haare. Außer diesen. Aber ich habe auch keine Haare und bin nicht nackt. Ja, aber du hast einen Mantel an, weil dieser Troll hat ja keinen nicht Mantel. Einmal einen Mantel. Hat nicht einmal einen Mantel an. Ah, also wie ein Tier. Tiere sind ja auch nicht. Sind, aha. Okay. Ja, also er ist. Man kann nicht sagen, nackt wie Kopf, weil ich weiß noch nicht, ob er eine Rolle geschaffen hat, aber nackt. Ja? Und so, Trolle haben ja auch so ein bisschen so Blattfüße. Mhm. Mit so knubbeligen Zehen. Riecht er halt aus der Lade. Und dann fängt er schon zum Lochen an, weil er sieht, wie die Schlemse da vor sich hinschnarchen. Und dann geht diese ganz tief in den Trollen verankerte Lust auf den Nacktmittel durch. Und er hüpft dem Herrn Schlemm auf die Brust. Worauf der Herr Schlemm eine Schlafapnoe bekommt. Herr Schlemm wacht auf, sieht diese Verschwommenheit, weil er der Brille und übergeschlafen hat, mehr keine Brille, sieht die Verschwommenheit, diese bläuliche Dinge und schreit. Herr Schlemm rappelt sich hoch. Frau Schlemm ist ein praktischer Raum, nicht, dass der Herr Schlemm Sie, diese Kardiologin und Pastorin, sondern das ist eine pragmatische Frau und macht Licht und sieht auf dem Bild, stehen. So. Weil er sich nur immer freut, dass er irgendwas hat. Frau Schlemm schaut ihn so an, dann setzt sie die Brille auf, der Troll schaut sie an und denkt sie, wo bin ich da hineingeraten? In eine Pastorenfamilie. Grinst die Frau Schlemm an, also macht automatisch das Richtige. Frau Schlemm so an. Frau Schlemm zerfließt. Das Kindchen, Trollkindchen schimmert so.
diese Nase, diese Ohren. Oh Gottchen, ist das süß. Und sie beschließt, kinderlos wie sie sind, beschließen sie noch einen kleinen Troll zu einem Christenmädchen. Ein Troll, wir wissen jetzt, ist ihnen offensichtlich gar nicht so wichtig, welche, ob Mensch oder sonst was, in ihrem großen Glauben, in die Wunder, sie lernt schon was machen können. Und sie nennen ihn Theobald. Frau Schlemm, wie wir es erkennen aus den Geschichten von den Heinzelmännchen, die vielleicht auch Geschichten von Trollen sind, das wissen wir nicht genau. Geschichten von den Heinzelmännchen näht immer als ein kleines Gewand, weil es ist ja doch ein bisschen unanständig, wenn so ein Troll so ganz nackt ist. Und nachdem er sich mit Beißen und Zähnen, mit Klauen und Zähnen, nicht so kleine Klauen, so Klauen und Zähnen weigert und wehrt, wenn sie ihm die Haare schneiden will, weil die Schlemms finden das nicht. Jetzt hat er Haare? Ja, ja, da haben wir. Der hat keine Haare. Ja, am Körper. Wo die anderen, habe ich dir doch vorher erzählt, Wolfgang. Die Trolle sind Körper, am ganzen Körper sehr behaart. Nur dieser kleine Troll nicht. Und jetzt hat er wieder Haare? Na, nur da. Wolfgang, nur schon. Hier. Ah, na ja, gut, jetzt. Schwierig, so Troll. Troll dich bitte. Ja. Das ist schon nicht mehr die Pointe. Jedenfalls durfte der kleine Troll die schöne Frisur behalten, diese blauen Haare. Einzige Auflage war, dass er sich so einen Kopf machen und jetzt und jeden Tag eine neue Masche bekommen. Einmal eine mit Blumen, einmal eine schwarze, so ganz seriöse. Und jeden Tag, also sie waren eigentlich alle schwarzen Pädagogen. Sie waren recht liebevoll mit dem kleinen Troll, sie haben oft so ein bisschen auf die Fußsohle gekitzelt, das war recht einfach. Sie hat immer wahnsinnig schmutzige Füße gehabt, weil Trolle waschen sie nicht gern. Frau Schlemm hat ihn manchmal so in einen Schaffel geworfen. Wenn sie ihn erwischt hat, hat sie ihn in einen Schaffel geworfen und ein bisschen Salz genommen, dann ist es ein bisschen sauberer geworden. Das ging auch nicht runter, also der blieb auch so. Und die Nachbarn haben so mit der Zeit gedacht, sie hätten ein Kind adoptiert, vielleicht aus Vietnam oder aus. Boah, rassistisch. Naja, okay. Die schon weiß, die schon so. Die war nicht so weiß wie die Schlemms. Die Schlemms. Die Schlemms. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ja, das denke ich mal. Entschuldigung. Und was hat der angehabt jetzt? Nee, die hat dann so ein kleines. Hast du geschafft, dass er was angekriegt hat? Ja, sie hat immer eine Gant gemacht, also sie hat ihm da so ein Hemdl genäht, ja, mit so ganz kleinen Knöpfen. Das war für den Troll ein bisschen schwierig, den zuzumachen. Weil er hat und der Finger? Wie viele Finger hat der? Sechs Finger pro. Sechs Finger pro? Vier habe ich geglaubt. Na, der kleine Troll. Ja, der hat ja viel mehr gehabt als sonst. Naja, dafür hat er keine Haare. Und das ist außer dem Kopf. Ja, außer dem Kopf, wie ich vorher schon gesagt habe. Ja. Gut, hast du Haare da? Da habe ich eins und da habe ich zwei. Okay, klar. Okay. Und da? Und da, ja, da hatte ich. Mhm. Ja. So, dann fit der Troll. Wo bist du? Wo bin ich jetzt? Ah ja, da fragt aber was anderes. Ja. Also so ein kleines Hemd. Du sagst, das ist aus Vietnam und so, und die Leute kennen die. Die Leute glauben, es ist aus Vietnam, das heißt ja nicht, dass man so anziehen muss. Es ist ja sehr deutsch gekleidet, sehr deutsch gekleidet gewesen, also jetzt schon Hemd da lang kommt. War das in der DDR, da war da auch viele fast da. Nein, das war nicht in der DDR. Wann war denn das überhaupt? 1997. Das ist ja schon sehr, da hat es gerade die DDR gegeben. So. Ja, aber dafür viele Reisegruppen, die so herumkommen. Ja, ja, okay. Aber die waren nicht aus der DDR. Und die waren aus irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht waren sie aus Essen oder. Ja. Da war es ein Ruhrpott. Jedenfalls ein Hemdchen, also mit dem Kopf immer verkleidet. Ein Hemdchen. Mit so einem Button-Down-Tragen.
so winzige Knöpfe, wirklich ganz winzige Knöpfe. Jedes Knöpfe mit der Lupe genäht. Frau Stemm war das sehr genau. Nicht nur praktisch, sondern auch sehr genau. Eine Unterhose, gestrickt. Wäre es kein Troll gewesen, hätte sie ihn sehr gejuckt, aber Trolle hat er dafür also nichts gemacht. Es wird ein bisschen aufgetragen. Sieht aber das Wolle nicht, weil darunter rum so ein bisschen. Eine Hose, kurz. Frau Schlemmer hat gedacht, ein Kind, für sie war der Theobald ein Kind. Ein Kind braucht eine kurze Hose. Ah. Und der Theobald ist jetzt so ein bisschen. Mit der Zeit ist er natürlich schon gewachsen, sie hat dann größere Sachen genäht, später hat sie dann was gekauft für ihn, er wollte dann auch Jeans zum Beispiel. Das war für die Stems jetzt nicht so leicht, diesen Wunsch zu erfüllen, sie haben fast jeden Wunsch erfüllt. Das Einzige, worüber sich die Stems immer gewundert haben, war, dass so Sachen verschwinden. Aber die Bibel, also die Lage von Herrn Schlemm, hat sich dann um Klo oder zwei Seiten. Einmal die Ohrringe von der von Schlemm. Mhm. Ein Haufen Schokolade ist weggekommen. Allerlei, so Kleinigkeiten, Schlüsseln, Brieftaschen. Aber die Schlemm haben das eigentlich nie mit dem kleinen Troll verbunden. Als wieder Theobald dann schon so 14, 15 war, haben sie sich dann gedacht, naja, jetzt kommt er uns dann in die Pubertät. Das war 2011 dann. Das war dann super, dass du das ausrechnest. Ich jetzt das nicht so schnell ausrechnen kann. Danke. Das war 2011. Kam in die Pubertät und dann wollten sie ihn danach stecken, weil sie sagen, sie haben das Gefühl gehabt, nein, mit der Pubertät. Und sie waren dann auch schon älter, noch älter. Mit der Pubertät sind sie nicht so zurechtgekommen und dann haben sie sich gedacht, wir stecken ihn in den Internat, weil die machen das dann schon. Tolle haben aber auch keine Pubertät. Weil die sind eh ihr ganzes Leben verkehrt. Machen so, was sie für richtig halten und sind manchmal himmelhoch jauchzend, nie zu Tode betrübt. Was auch ein Unterschied ist zu Pubertät. Sie essen sehr viel, das haben sie auch gleich, vielleicht mit aufwachsenden Kindern. Aber jedenfalls die Stems und der Theobald haben sich entfremdet. Sie haben miteinander nicht mehr so gern mögen, weil er jetzt nicht mehr so herzig war. Bis die Frau Schlemm auf die grandiose Idee gekommen ist, dem Theobald zu sagen, wo er her ist. Und die haben gesagt, du weißt doch, wir haben die da aus einer Heide im Norden genommen und das war auch nicht legal. Du bist eigentlich nicht legal. Und dann ist der Theobald, so wie Trolle halt neugierig sind, ist der Theobald auch neugierig geworden. Der wollte wissen, wo er her ist. Der wollte dann auch wissen, wo er her ist. Und hat sich, war begeistert von der Idee, dass wieder mal dann über Aldi oder irgendwo so eine Reiseanstalt, weil eine Reise dorthin buchen. Dann sind sie dorthin gefahren, wo die ihn weggenommen haben. Und Man, das musst du auch vorstellen, das ist schon irgendwie grindig. Jetzt ist ja 14, 15 Jahre. Und weiß auch, wo er her ist. Ja, also sie haben es schon gesagt und sie haben ihn dann dorthin hingebracht und sie sind dann einfach verschwunden. Sie haben ihn dann in dieser Heide, wo sie ihn hergenommen haben, dort haben sie ihn einfach wieder ausgesetzt in seiner Jeanshose. Wahnsinn. Nein, das ist schon. Also man sieht, Menschen sind schon grausam. Wir können nicht grausam. Und nachdem das ja, der war ja von seinem natürlichen Habitat entwöhnt. Und dann wüsste man sich aber heute das Troll so richtig. Ich meine, außer das, was halt sowieso in einem Troll steckt, aber der ist dort natürlich auch aufgefallen. Und gemobbt worden. Der Heide. Ja, was jetzt denn von der Geschichte von Theobald, was aus ihm geboren ist? Das war jetzt alles? Das ist alles. Das ist schon fertig. Das ist die Geschichte.
Wenn man kein End. The never ending story. Meine, wir können jetzt mutmaßen, wie es ihm dort geht, oder? Ah, er ist noch immer dort. Vielleicht. 2011 ist er dort hingekommen, das ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her. Also wie alt ist er jetzt? Bitte rechnen Sie das aus. 2011? Ja, 2011 war er 14. Das sind 12. 26. Was ist denn? Entweder er lauert dort in den Touristen auf. Ich glaube, den ja nicht vielleicht, oder? Man kann sowas nicht in der Luft antackern. Nur ein Holz. Schau. Kannst du dich da bemühen? In der Luft? Hm? Wenn ich mich anstrengt, geht es dann vielleicht. Hast du das schon probiert? Ob ich das schon probiert habe, aber? Ja. Ja. Dann ist nicht gegangen. Gerade eben. Aber ich meine, wie das bei so Serien ist. Kennt ihr das Publikum fragen? Was aus dem Theopark geworden sein könnte. Machen wir das jetzt drinnen? Also ist er auch religiös? Seit dem Vater? Nein, ich glaube im Moment nicht. Ich glaube im Moment ist er eher. Das hat er jetzt abgelegt, oder? War er religiös? Als Kind? Weiß ich nicht. Also fromm wird er nicht gewesen sein, vielleicht, vielleicht war er rituell religiös, ja. So was, was, die, was man halt so macht, dass man in die Kirche geht und dann vielleicht irgendwelche Fürbitten spricht und so. Das. Ja, das gibt es auch im Fall, ne? Ja, wenn die immer bei Evangelien. Nein, ist nicht so viel Glitzer. So ist so nüchtern. Nein. Also es wäre besser gewesen, katholische Menschen hätten. Ein katholischer Pfarrer, der hätte dann wieder nur die Köche gehabt. Also das geht eh hinten vor. Ja. Aha. Also, religiös. Stößt man immer Fragen. Vielleicht mich immer drüber nach. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Naja, vielleicht findet er irgendeinen Freund oder eine Freundin dort, die ein bisschen Außenseiter sind. Und miteinander haben sie dann ein lustiges Kind. Ja. Was könnte das sein? Das ist irgendein so anderes Wesen, das so ein bisschen anders ist. Ich glaube, wenn sie Einzelgänger sind, die Trollen. Ja, gut, der ist von den Menschen sowieso schon verdammt gewesen. Verwow. Ich meine, was ich schon glaube, dass ihm die Schlemms jetzt wirklich wahnsinnig gut gegangen sind. Ich glaube, eines der ersten Dinge war, dass er die Kleidung abgelegt hat. Und ich denke, dass er als erwachsener Troll dann auch sehr behaart worden ist und deswegen gar keine Kleidung mehr abgelegt hat. Kann man auch vorstellen, dass andere Trolle, sofern dort andere Trolle waren, dass die ihn gemobbt haben, weil blauäugige Trolle sind jetzt auch nicht so häufig. Wie war das? Ein blauer Troll, was hat er für ein Henkel? Hat er das so? Ja. Wird das nicht auch blau? Auch nicht? Nein, von blauen Henkel überhaupt nichts. Also nichts gesagt. Jetzt kriegt er aber ein blaues. Jetzt kriegt er blaues Henkel. Also dein blaues Henkel. Blaue Henkel, also ich weiß jetzt nicht, was die Farbpsychologie bei Trollen bedeutet, aber blau ist eine natürliche Farbe, das wird schon passen. Welche Farbe ist keine natürliche Farbe? Pink? Pink ist nicht natürlich. Glitzer? Ha? Glitzer? Glitzer? Glitzer ist ja kein Farbe. Das habe ich doch, dass das jetzt so ist. Darauf war ich vorbereitet. Nein, ich meine eine Farbe, die so in der Natur vorkommt, im Wasser, am Himmel, was die Menschen so sehen und was sie denken. Schweinchen? Pink. Rosa. Der Ding an diese Pflanzen da in Schwimmung, das war ja pink. Achso, diese Azaleen. Oder ich weiß nicht mehr, was war, aber es war pink. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich war das Kind. Ich war okay. Also, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob ich eine Trolle vorher gesehen habe. Das habe ich mir noch nie untersuchen können, weil
nachdem die Trolle, man, was die Schlenz schon machen hätten können, wäre sie den Theobald der Wissenschaft geben. Das wäre überhaupt brutal gewesen. Das wäre brutal gewesen, weil wir wüssten jetzt mehr über die Trolle. Ja, ja, das ist die Wissenschaft, genau. Die macht alles hin und sagt, das ist Wissenschaft. Obwohl ich glaube, so einen Troll kann man nicht so leicht ruinieren. Was sind die Leute? Ich glaube, so einen Troll kann man nicht so leicht ruinieren, der ist ziemlich robust. So. Nun, was hätten sie gemacht? Sie hätten ihn vermessen, ne? Vermessen? Wie schwer ist er? Dann hätten sie sicher versucht, eine Biopsie zu machen. Biopsie? Da, da. Sie hätten sie rausgenommen und nachgeschaut. Ein Stein? Hm. War ein Stein dran? Das war ein Stein dran. Ne? Also, da muss man ja aufbauen. Da macht man was kaputt. Nein, es ist sehr gut, dass er. Biopsie? Bei Menschen wächst das vielleicht zu. Oder noch, aber beim Stein nicht. Andererseits, wenn man nur. Aber zugipsen, das geht auch. Zugipsen. Aber wenn du zum Beispiel. Was für ein Stein war das überhaupt? Tiefengestein? Granit. Granit? Ja. Da wächst nichts mehr noch. Nein, aber wenn der so ein Loch hat zum Beispiel, ich meine, praktisch ist es schon. Da kann man Milch einschicken dann. Der kann zum Beispiel Sachen transportieren, ohne dass es taugt, oder? Wie groß war der? Ja, und Schluss wie? So wie ein Rollfunktion hat? Oder wie? 2 Meter. Und wie groß ist das? Ich meine, das Essen war nicht so. Nein. Und wie groß ist das Loch? Wenn er damit was transportiert, größer als er? Für Biopsie braucht man kein großes. Wie ein Strohhalm, ja. Wie ein Strohhalm? Da kann man aber nicht viel transportieren. Ich meine, was man schon machen kann. Strohhalm zum Beispiel, ne? Ein Strohhalm. Ja. Das ist sehr praktisch. Sehr praktisch. Genau. So ist die Wissenschaft ungefähr. Ja. So machen sie Dinge und dann kann man es froh haben, transportieren. Das ist praktisch. Nein, aber ich meine, vielleicht hätte er ja mitreden können, was er für eine Öffnung möchte. Dann hätte er vielleicht sagen können, er hätte gern so eine Öffnung fürs Handy oder sowas. Genau, das ist die Antwort drauf. Was auch gut ist, weil wenn man das Handy wo verstauen kann, dann ist die Strahlung dazu stark. Welche Strahlung? Na, die Strahlung vom Handy. Ich wollte das machen, drauf vielleicht nichts. Ich das sind nicht. Alles Dinge, das ist jetzt reine Spekulation. Ja, du was ist ja Wissenschaft, ne? In der Trollistik sind sie noch nicht so weit. Also, ich bin froh, dass da. Gibt schon Spezial, da haben wir schon. Spezialdisziplin. Trollistik. Gibt man mal keine. Also. Aber leider ist es ja nicht so, weil sie haben auch nicht. Nein, sie haben das nicht gemacht. Ich meine, was jetzt. Das Einzige, was interessant ist, ist, die Schlems haben ja zuerst einmal, wie er dann weg war, haben es dann schon ein bisschen unbill, also so ein bisschen Unannehmlichkeiten gehabt, weil es ist den Leuten schon aufgefallen, dass der Theobald nicht mehr da ist und das sind blöde Fragen gestellt worden und das war dann nicht so leicht zu planieren. Was aber mit Hilfe der evangelischen Kirche dann doch gelungen ist, und sagt, sie haben ihn in die Mission geschickt. Da waren alle froh. Und die Schlems sind dann so. Haben dann einen eigenen Internetauftritt gemacht. Beautiful. Ja, das schaust du ziemlich vertraut aus. Dass du mir das da abwischen. Ja. Oh, das geht mir ganz gut. Na, fest rippeln. So, Entschuldigung, das war meine Trollkrankheit. Nicht mein Auge. So, ich glaube, es ist weg. Super, danke. Du bist doch kein Troll, weil bei Trollen macht das nichts. Ein Troll macht sowas ja, nichts. Mit einem Troll kann man machen, was man will. Nein, ein Troll macht das nichts, wenn er schmutzig wird. Ach so. Und Trolle kann man nicht gescheit abwischen, oder? Trolle lassen sich nicht abwischen. Nein, Trolle lassen sich nicht. Das haftet nicht. Ja. Ja, recht viel mehr kann ich jetzt zu den Trollen auch nicht mehr sagen. Da habe ich eh schon die Hunde voll gequasselt. Na gut, das war jetzt die Einführung einmal. Ne? Ja. Ja, das war jetzt einmal die Einführung. Das war die Einführung. Dann machen wir jetzt ein kleines Interludium. Da erzähle ich jetzt von was ganz anderem.
Ein kleines Interludium. Aber es ist interessant. Was? Es ist, ja, lass mich noch weiterreden, Wolfgang. Es ist interessant. Das Franz Kafka, ihr kennt Franz Kafka, oder? Ich weiß nicht, ob der jemals... Wer? Franz Kafka. Ah. Was denkt er? Der, ja. Frag. Er hat nicht dezidiert über Trolle geschrieben, aber er hat eine Geschichte geschrieben über ein Wesen namens Odradek. Oder was? Odradek. Odradek? Odradek mit D. So Odradek. Odradek. Und das finde ich insofern eine gute Analogie zu der Trollgeschichte, weil auch bei dem Odradek weiß man nicht, was das ist, und man sieht sie kaum. Und diese Odradek, wo ist jetzt hinter? Dieser Odradek, Franz Kafka, man weiß ja, hat eine sehr blühende Fantasie gehabt und hat das auch super auf den Punkt bringen können. Und in der Geschichte Die Sorge des Hausvaters kommt dieser Odradek vor. Die einen sagen, das Wort Odradek stammt aus dem Slawischen und sie suchen aufgrund dessen die Bildung des Wortes nachzuweisen. So wie wir vorher das mit dem Troll versucht haben. Andere wieder meinen, es stamme aus dem Deutschen, vom Slawischen sei es nur beeinflusst. Die Unsicherheit beider Deutungen aber lässt wohl mit Recht darauf schließen, dass keine zutrifft, zumal man auch mit keiner von ihnen einen Sinn des Wortes finden kann. Natürlich würde sich niemand mit solchen Studien beschäftigen, wenn es nicht wirklich ein Wesen gäbe, das Odradek heißt. Es sieht zunächst aus wie eine flache, sternartige Zwirnspule. Und tatsächlich sternartiges was? Eine flache, sternartige Zwirnspule. Zwirnspule. Und tatsächlich scheint es auch mit Zwirn bezogen. Allerdings dürften es nur abgerissene, alte, aneinander geknotete, aber auch ineinander verfilzte Zwirnstücke von verschiedener Art und Farbe sein. Es ist aber nicht nur eine Spule, sondern aus der Mitte des Sterns kommt ein kleines Querstäbchen hervor. Und an diesem Stäbchen, dieses Stäbchen fügt sich dann im rechten Winkel noch eines. Mit Hilfe dieses letzteren Stäbchens auf der einen Seite und einer der Ausstrahlungen des Sterns auf der anderen Seite kann das Ganze wie auf zwei Beinchen aufrecht stehen. Ja, sehr gut. Ja, aber das ist gut getroffen. Ja. Man wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmäßige Form gehabt und jetzt sei es nur zerbrochen. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein. Wenigstens findet sich kein Anzeichen dafür. Nirgends sind Ansätze oder Bruchstellen zu sehen, die auf etwas derartiges hinweisen würden. Das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. Näheres lässt sich übrigens nicht darüber sagen, da Odradek außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist. Und nicht? Zu fangen ist. Oh. Er hält sich abwechselnd auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen und im Flur auf. Manchmal ist er monatelang nicht zu sehen. Da ist er wohl in andere Häuser übersiedelt. Doch kehrt er dann unweigerlich wieder in unser Haus zurück. Manchmal, wenn man aus der Tür tritt und er lehnt gerade unten am Treppengeländer, hat man Lust, ihn anzusprechen. Natürlich stellt man ihm keine schwierigen Fragen, sondern behandelt ihn, schon seiner Winzigkeit verführt dazu, wie ein Kind. Wie heißt du denn? Fragt man ihn. Odradek, sagt er. Und wo wohnst du? Unbestimmter Wohnsitz, sagt er und lacht. Es ist aber nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen hervorbringen kann. Es klingt etwa so wie das Rascheln in gefallenen Blättern. Damit ist die Unterhaltung meist zu Ende. Übrigens sind selbst diese Antworten nicht immer zu erhalten. Oft ist er lange stumm, wie das Holz, das er zu sein scheint. Vergeblich frage ich mich, was mit ihm geschehen wird. Kann er denn sterben? Alles, was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt. Und daran hat es sich zerrieben
Das trifft bei Otratek nicht zu. Sollte er also einstmals etwa noch vor den Füßen meiner Kinder und Kindeskinder mit nachschleifenden Zwirnsfaden die Treppe hinunterkollern, er schadet ja offenbar niemandem. Aber die Vorstellung, dass er mich auch noch überleben sollte, ist mir fast schmerzlich. Aha. Und was hat jetzt der Troll mit dir gemacht? Ja, jetzt bin ich ein bisschen melancholisch. Du bist melancholisch. Ich bin ein bisschen melancholisch geworden, weil man so wenig wissen über die Trolle. Wenn wir nichts wissen. Weil sie doch nicht wenn du so nichts weißt, was du tust, wirst du ja, weil sie doch melancholisch. Doch nicht nur solche Hirngespinste sind. Ja, na ja. Und sich uns entziehen. Was mir aber fröhlich stimmt, ist, dass sie uns wohl immer ein bisschen necken und zitieren. Und weil jedes Mal, wenn wir was verlieren sollen können, das war toll. Kann man das? Naja. Manchmal tun sie aber auch bringen. Also, manchmal bringen sie den um. Oder? Nein. Nie? Ich glaube, das ist eine großhafte Erfindung der Menschen. Ja, wie die Trolle überhaupt. Das ist einer der härtesten Steine, das gibt die kennen
Bildhauer, der wollte so einen Stein haben. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon so einen kriegt. Der will sich einfach messen an so einem harten Stein. Also das muss für ihn ein Troll sein. Weil, also, falls er es noch verfolgt, vielleicht hat er einfach aufgegeben. Der Troll hat ihn dann besiegt. Ich meine, vielleicht war der Theobald so einer. So einer? So einer. Ja, möglich. Aber der kam nicht aus Südamerika. Ja. Na gut. Meines Wissens noch nicht. Informationen nicht. Was gut unterrichtet, ich weiß. Verlautet, genau. Experten. Ich habe da meine Quellen. Experten. Und ja. Professoren. Ja. Ich hoffe, ihr wisst jetzt mehr über die Trolle. Ja, irgendwie wird man neidisch auf die Trolle, finde ich. Ja. Wieso? Weil man sich so viel mit ihnen beschäftigt. Nein, aber weil die machen können, was sie wollen und wozu sie eigentlich Lust haben. Nein, das ist ja das. Ne? Eben, weil du gesagt hast, es gibt so viele Leute, die machen ihr ganzes Leben lang etwas, was sie nicht tun wollen. Ne? Ja. Zu dieser Kategorie gehört die Trolle nicht. Glaube ich. Sofern sie nicht. Ich weiß nicht, die Trolle sind nämlich dann die kommen so, ja, mhm. Und man weiß es gar nicht wieso, aber dann sind sie da und die machen, was sie wollen, genau. Ja. Also das ist super, quasi wie ein Trippdurchbruch. Genau. Oder unkontrollierte Affekte, ja. Ja, das kann blöd kommen, aber auch gut. Mhm. Ja, also. Also ja, das ist ein tolles, quasi so fast ein, das Unbewusste von dem. Ne? Also, man kennt ja das Unbewusste immer in einen Troll auslagern. Mhm, genau. Und dann von außen anschauen. Insofern ist mein Unbewusstes. Insofern wird es auch nicht sterben. Dein Unbewusstes mit Schachtel. Das kann man nicht so, das kann verbrennen. Also wenn ich tot bin, wird das wahrscheinlich auch auf dem Müll landen. Vorher nicht. Dankeschön. Ja, wir können jetzt, ich kann nur mitklatschen. Von dieser Seite, genau. Und das schreibt.